Was die Bundesregierung in Bezug auf Zypern angerichtet hat, ist eine politische, nicht nur eine finanzpolitische, sondern eine allgemeinpolitische Katastrophe. Sie haben das Vertrauen der Europäerinnen und Europäer, auch der Deutschen, hinsichtlich der Sparguthaben schwer zerstört. Das Problem besteht darin, dass ja einschließlich Bundesfinanzminister Schäuble eine Tagung stattgefunden hat, wo das en Detail abgesprochen war, nämlich dass alle Kleinsparerinnen und Kleinsparer 6,75% zu bezahlen hätten und die etwas größeren Sparerinnen und Sparer 9,9%. Wie bitte? So, jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Ich sage nicht, dass er es vorgeschlagen hat, aber er hat es genehmigt und gebilligt. Und weil das alle EU, das hat er auch bei uns erklärt, und weil er es genehmigt und gebilligt hat, musste dann nämlich eine Telefonkonferenz der EU-Finanzminister stattfinden, um etwas anderes zu billigen. Sonst wäre es ja gar nicht nötig gewesen, wenn man Zypern gleich gesagt hätte, den Weg müsst ihr alleine finden. Genau das hat man eben nicht gesagt. Man hat es bis ins Detail vereinbart. Und damit hat die Bundesregierung auch allen Sparerinnen und Sparern in Deutschland, egal ob die bei der Raiffeisenbank sind, bei der Sparkasse sind oder wo sie sind, gesagt, es kann euch passieren, an einem Wochenende ziehen wir euch 7 oder auch 10% von euren Sparguthaben ab. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Die Bundesregierung hat dadurch nicht nur, wie sie das ja immer nennt, das Vertrauen in die Märkte untergraben, sondern das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und wie gesagt nicht nur in Zypern. Ich bin übrigens sehr zufrieden damit, dass die Menschen in Zypern einen Widerstand an den Tag gelegt haben, dass nicht nur die Linke, das war ja klar, dagegen stimmt, sondern dass nicht mal die Konservativen sich getraut haben, dafür zu stimmen. Sie haben sich der Stimme enthalten. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Sie finden das bedauerlich. Sie hätten gerne den Sparerinnen und Sparern das Geld abgezogen. Wir nicht. Das ist der Unterschied, meine Damen und Herren von der FDP. Und Sie müssen sich doch das mal überlegen. Dann hat Herr Schäuble im Fernsehen erklärt, dass das, ich wusste, dass Sie sich so aufregen, aber ich kann doch nichts für Ihre Schandtaten. Sie müssten sich über sich aufregen, nicht über uns. Und ich sage Ihnen, ja, und ich sage Ihnen noch was. Dann setzt sich Herr Schäuble ins Fernsehen und sagt, ja, wir mussten das ja am Wochenende machen, damit man vorher nichts weiß. Was sagt er denn damit? Damit sagt er den Sparerinnen und Sparern, wenn es kommt, kommt es für euch völlig überraschend. Ihr werdet es vorher nicht erfahren, damit niemand was abhebt. Was soll denn jetzt die Schlussfolgerung für die Sparerinnen und Sparer sein? Sie werden sich sehr genau überlegen, wo sie ihr Geld künftig anlegen. Das Vertrauen in die Banken war schon verspielt. Jetzt ist auch das Vertrauen in die Politik verspielt. Und sie sind mit diesem Ansinnen gescheitert. Nun wissen wir natürlich noch nicht, wie das Neue alles aussehen wird. Aber man kann es ja ahnen, es gibt eine Agenturmeldung und da wird nun Folgendes geplant. Es soll ein Fonds für Staatsanleihen gebildet werden. Diesen Fonds sollen die Kirchen, die Pensionskassen und noch andere Organisationen bezahlen. Das heißt, es sollen Schulden gemacht werden, um Schulden zu begleichen, wenn ich das richtig verstehe. Dann haftet man gegenüber den Kirchen, den Pensionskassen und anderen Einrichtung. Diese Staatsanleihen müssen ja auch noch erst verkauft werden, da mache ich mal noch ein Fragezeichen, aber das lasse ich mal alles dahingestellt. Und dann sollen Sparguthaben von über 100.000 Euro, so heißt es jetzt, nicht mehr die ganz kleinen Sparerinnen und Sparer, sondern die etwas größeren Sparerinnen und Sparer zur Kasse gebeten werden. Ich frage Sie mal, wie wollen Sie das eigentlich juristisch erklären? Man schließt doch einen Vertrag mit der Bank. In dem Vertrag steht drin, dass die mein Geld gut aufbewahren, dass ich sogar ein bisschen Zinsen bekomme und nun erfahren Sie übers Wochenende Pustekuchen, du kriegst nichts, wir ziehen dir mal 10% ab von deinem Geld. Sagen Sie mal, das klingt ja nach Bananenrepublik, obwohl ich diese Art der Beleidigung Afrikas generell ablehne. Also ich muss wirklich sagen, das ist überhaupt nicht zu fassen, was auf dieser Strecke läuft. Und dann machen Sie ja wieder die Bedingung. Also ich will mal mich mit einer Bedingung auseinandersetzen. Die Häfen, die Telekommunikationseinrichtung muss Zypern verkaufen. Es gibt bloß ein Problem. Das sind Unternehmen, mit denen Zypern jährlich Geld macht. Die sind nicht etwa marode. Gar nichts, sondern damit machen die jährlich Geld. Und jetzt zwingen sie zum Verkauf, dann natürlich zu ganz billigen Preisen. Das ist ja klar, wenn man sie zwingt zu billigen Preisen und dann verlieren die jährlich ihre Einnahmen. Nein, wir müssten ganz andere Wege gehen. Ich sehe aber, dass meine Zeit gleich rum sind. Deshalb sage ich Ihnen aber so viel. Ja, wissen Sie was?
Die Eigentümer der, erstens, wir müssten uns mal trauen, die beiden großen Banken in Insolvenz gehen zu lassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssten die Großaktionäre heranziehen. Das sind nämlich die Eigentümer der Banken. Wieso bleiben die immer geschont? Wieso retten wir überhaupt jede Bank? Nie die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, nie die Sparerinnen und Sparer. Und das Dritte. Dann könnten wir das isländische Modell wagen und sagen, wir frieren große Sparguthaben aus dem Ausland in Zypern erstmal ein. Und dann prüfen wir doch mal, wer da was warum angelegt hat. Es gibt übrigens nicht nur die Oligarchen aus Russland dort, sondern auch die Oligarchen aus Großbritannien. Die vergessen immer, die zu erwähnen. Also da sind Wege offen. Gehen Sie doch endlich mal an die Nutznießer der Krise heran, ziehen Sie denen das Geld ab und verlangen Sie es nicht von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und den kleinen Sparerinnen und Sparern. In Zypern suchen Regierung und Zentralbank nach neuen Wegen, um die Staatspleite abzuwenden. Bei einem Treffen in der Zentralbank wird über einen Plan B beraten, um Kapital aufzubringen, aber auch den Eigenanteil von 5,8 Milliarden Euro zu reduzieren. Gleichzeitig setzt Nikosia Hoffnungen auf Unterstützung aus Russland. Und dazu begrüße ich auch den Börsenexperten Dirk Müller. Herr Müller, teilen Sie die Einschätzung, dass eine Staatspleite Zyperns für die Eurozone verkraftbar wäre? Absolut, ja. Wir machen uns die größten Sorgen, dass das Vertrauen in die Banken schwinden könnte. Aber das Vertrauen der Anleger, das scheint vollkommen egal zu sein. Das heißt, der Sparer, wir haben den mal 100.000 Euro garantiert, das kassieren wir einfach mal nonchalant ein. Man hätte problemlos auch die zypriotischen Banken über die Wupper gehen lassen können. Da wäre mehr Geld weg gewesen. Aber man hätte die 100.000 für die Sparer garantieren können. Das wäre ein Thema gewesen. Man hätte die Bankanleihen, das sind ja eh nur wenige, mit kassieren müssen. Das wäre sinnvoll gewesen. Aber das, was man hier abzieht, das ist wirklich aus handwerklicher Sicht schwer nachvollziehbar. Aber die EZB, die hat ja immerhin Zypern als systemrelevant eingestuft. Glauben Sie, dass Zypern mit diesem Ass im Ärmel bei den Verhandlungen seine Eigenbeteiligung noch senken kann? Langsam wird es lächerlich. Wenn Zypern schon systemrelevant ist, dann ist es die Sparkasse Strümpfelbrunn inzwischen auch schon. Also von daher, ich glaube, wir müssen uns mal überlegen, was wir unter systemrelevant verstehen und wen wir hier wirklich noch retten wollen. Also Zypern braucht ein neues Geschäftsmodell. Zypern muss sich verabschieden von diesen Geldgeschäften. Und sie haben genug Möglichkeiten. Sie sitzen auf riesigen Gasvorkommen. Die Russen wollen an diese Gasvorkommen ran. Wie blöd sind wir eigentlich? Wir brauchen dringend Gas für Europa. Dort liegt es vor der Haustür. Und statt mit den Zyprioten jetzt einen Deal zu machen, dieses Gas mit europäischen Firmen für Europa zu sichern, schmeißen wir sie raus und lassen das Spiel die Russen oder andere spielen. Also da muss man sich schon fragen, ob unsere Politiker wirklich noch unsere Interessen vertreten oder wessen Lied sie eigentlich singen. Tja, und im Augenblick, da hofft Zypern eben auf Russland. Wird Putin den Weißen Ritter spielen? Vielleicht nicht Putin, vielleicht Gazprom. Für Gazprom hat schon angedeutet, eine der zypriotischen Banken aufzukaufen, im Gegenzug dafür die Gasfelder, Zugriff auf die Gasfelder zu bekommen. Wunderbar, dann kaufen wir den Russen unser eigenes Gas ab, anstatt wir das selber machen. Und das für was eigentlich, aus welcher Begründung, mir fehlt sie offenkundig. Sagt Dirk Müller. Vielen Dank.